Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. So. Zurück. Kann ich was verbessern? Jawohl. So, jetzt will ich zu der Stadt mit dem quatschen und mir dann die Reichtümer hier krallen. Dass es da keinen direkten irgendwie gibt. Oder hätte ich am Hafen mal gucken müssen, ob es da so einen Hafenpunkt gibt. Das wäre vielleicht nicht mal verkehrt. Das sieht dann an der Anlegestelle aus. Gucken wir erstmal, ob wir da vielleicht eine kriegen. Keine Soldaten weit und breit. Gedrick hat sich um sie gekümmert. Ja! Sieht nicht. Shit. Hier bei der Fischerhütte? Aber glaube ich fast nicht bei dem Steg hier. Nein. Das ist doch ärgerlich. Okay. Dann kümmern wir uns so erstmal ums Gold, was wir hier so haben. Ist das nächste? Geiler Ausdruck. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja. Schlecht. Es sieht schon oben lustig aus, wenn das Symbol so zusammenkommt. So. Hä? Ist der echt dran vorbei? Was? Echt einen übersehen? Lol. Upsala. Okay, auf geht's. Ja, summt dir mal gemütlich. Kopf.
Und das muss ich machen. Okay. Ist von der anderen Seite versperrt. Easy going. Wir haben wieder gut Vorräte. Wir müssten bald auf so einen Plünderungszug gehen, damit wir auch die Sachen wirklich nutzen können. Ja, ja, Blatt, Hilfe. Nicht verriegelt. Habe ich jetzt schon wieder genug? Nee. Ich habe richtig viel Eisen. Müsste eigentlich mal... Was kostet mich das hier eigentlich mal verbessern? 140 Leder. Mal mehr Mahlzeiten, das wäre nicht schlecht, oder? Jetzt immer nur zwei. Sie ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein gut... So, und den letzten da. Am Ende wahrscheinlich hier drin, oder? Zack. Okay, Vorräte. Oh, Slide. Auf geht's. Ölkrüge, Rottenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Ja, wieso sollten wir denn nicht? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie! Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf. Wir wissen nicht, wer sich ins Nonnenkloster eingeschlichen hat. Ich hab's nicht schon. Okay. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Erwartet bei Lindford. An der Ostgrenze von... Was ist denn Lindford? Lindford. Erwartet bei Lindford an der Ostgrenze...
Nordufer. Der große Use. Also hier so. Also müssen wir jetzt erstmal nach Lindford. Alter. Jo, vier. Direkt. Hallo. Ich beschwere mich ja nicht, wenn ich vier Dinger gleich kriege. Das war zu viel. Wo ich jetzt herumgehe oder so. Beides kostet mich jetzt. 3. Das ist so ärgerlich. Ich hab geahnt, dass es hier keine Verbindung richtig ist. Hätte ich unten rumwählen sollen, dann wäre ich schneller noch Richtung dem anderen gekommen, ich Idiot. Auf nach Lindford. Die bin ich, frag gar nicht. Ich auf der anderen Seite gelandet bin. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Von der anderen Seite. Alter. Bei einem alten Hafen. Das ist das Lager. Wo ist jetzt mein Gold? Bevor ich meine Rüstung verbessere. Ab und zu muss man auch mal seine Mahlzeit verbessern. Wie
Überzeugen wir sie, sobald wir sie haben. Sagen wir, was wir wollen? Oder reden wir um den heißen Brei? Nach allem. Und da ist Ava. Ah, du kommst gerade recht. Die heilige Frau Fulke ist in der Nähe. Man hält sie in der Abtei des heiligen Alban gefangen, hinter der Flussbiegung. Das ist unser Moment, Eivor. Danach wird sich alles ändern. Ich würde mich ja für dich freuen, wenn ich wüsste, wer diese Frau ist und warum wir sie brauchen. Ich habe genug erklärt. Es ist an der Zeit zu handeln. Du hast nichts dergleichen getan. Ich habe nichts als leere Worte gehört. Ich will mit dir reden. Ich, dein Jarl. Das allein ist schon Grund genug. Warum? Damit sie einen Zauber ausspricht und Edwin in einen Aal verwandelt? Wir sind nicht nur wegen Fulke hier, Eivor. In der Abtei liegen Reichtümer, mehr als wir zählen können. Ich habe das Kloster bereits geplündert und vom Kirchenschiff bis zur Krypta alle Schätze geborgen. Mir sind keine Gefangenen aufgefallen. Sie ist dort. Ich weiß es. Und sie ist der wertvollste Schatz von allen. Eivor, es gab eine Zeit, da bist du mir gefolgt, ohne mich zu hinterfragen. Weil wir einander vertraut haben. Weil du wusstest, ich würde dich nie ins Unglück führen. Ich würde nie unsere Leben aufs Spiel setzen, ohne zu wissen, wofür. Was hindert dich daran, mich so anzunehmen, wie du es einst getan hast? Als deinen Bruder, deine Familie. Sigurd, du weißt, ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Ich kämpfe an deiner Seite. Aber diese Jagd muss Grenzen haben. Gedrick verlässt sich auf uns. Natürlich. Und wir kümmern uns bald um ihn. Doch jetzt komm. Und du hast wirklich nichts gesehen, als du die Abtei des heiligen Alban geplündert hast? Keine Krypta? Keine Gefangenen? Ich habe nichts dergleichen. Was wissen? Hier! Ach, das war die eine Aktion. Wo ich genau dieses eine Ding gefunden habe. Ich muss sehen, was du siehst. Das ist eine mit Schlüssel. Da, wo ich das eine Mal nicht hinkommen konnte, weil der Typ nicht für da war. Für den heiligen Judas, ich danke dir, geliebter Jesus, für die Weisheit, Sophias Finsternis zu... Wer wagt es, dieses Heiligtum zu betreten? Das ist doch nur eine Höhle, die nach Pisse und Tränen riecht. Wie kannst du? Wir suchen nach einer Frau namens Fulke. Wir erlösen euch von ihrem Übel. Die verrückte Ketzerin! Der Selbstgeborene hat mir einen Engel gesandt, um mich zu erlösen. Öffne die Tür.
Ihre Häresie muss bestraft werden. Nicht von Dänen oder Mahometanern, sondern von wahrhaftigen Christen. Mönch, unsere Hände sind voll vom Blut deiner Wächter. Ist dein Gott so hungrig nach Märtyrern, dass er auch deinen Tod herbeisehnt? Ein gutes Argument. Ich gehe kurz in mich. Der Herr bittet mich, alle Fremden willkommen zu heißen. Hier, nimm den Schlüssel. Und wenn du gehst, nimm deine seltsame Freundin mit. Ich finde das ja sehr interessant, was man echt mit Charismanis machen kann. Schatzkammer des Lichtes für diese Aussicht auf Errettung. Seid ihr von den Engeln Saklas geschickt? Oder sendet euch der Selbstgeborene? Das kann ich dir nicht sagen. Bist du die Frau, die man Volke nennt? In dieser Welt bin ich das. Ich bin auf der Suche nach der wahren Natur des Selbstgeborenen. Und du sammelst Artefakte? Ich sammle die Instrumente der Kinder Saklas. Oh ja? Ich besitze einige dieser Kuriositäten. Bist du im Besitz eines geschliffenen Steines mit ungewöhnlichen Zeichen? Nun, du bist ja interessant. Verbirgst die dunkle Haut unter Kapuze und Robe. Und diese teuflische Klinge. Wir sollten gehen. Die Soldaten werden bald hier sein. Es gibt Ställe hinter dem Kloster, wo wir uns ungestört unterhalten können. Gut, geh voran. Kommt. Nur etwas geplündert, alles gut, so können gehen. Wie lange geil ist. Man gefangen? Ein paar Wochen, einen Monat vielleicht. Heresie, ja. Ich hatte das Glück, viele weltliche Gegenstände in meinem Leben zu entdecken. Gegenstände, die vom Werk des Demiurgen zeugen, dem falschen Gott, den diese Schwachköpfe in ihren Roben anbeten. Ich fand sie und andere Schnitzereien in ganz Germania und Francia. Und auch hier in Britannia. Lady Edwin behauptet, sie wären gotteslästerlich. Doch ihr Verstand ist vernebelt. Sie sind von unschätzbarem Wert. Genug von den Rätseln, Sigurd. Fulke ist eine Hüterin wertvoller Gegenstände, von denen einer meine wahre Natur offenbaren könnte. Wahre Natur? Du sagtest, es ginge um den Sieg und wie wir Edwin bezwingen. Zu wissen, dass ich ein Abkömmling der alten Götter bin, wäre ein Sieg. Es würde meinen Anspruch auf dieses Land untermauern. Ein Abkömmling der Götter? Bei Odins Auge. Bruder, wovon redest du da? Fulke, es heißt, du wirst im Besitz eines besonderen Steines mit seltsamen Zeichen und dem Bild eines Baumes. In der Tat. Ich nenne ihn den Sagenstein. Denn er kam mit dem Dänen Ragnar Lodbrok in dieses Land. Und jetzt hast du ihn? Er ist Sonne und Mond meiner heiligen Sammlung. Willst du diesen Stein kaufen und gegen ein Bündnis eintauschen? Oder gegen kampfbereite Männer? Ist er zu irgendwas Nütze oder schmeichelt er dir nur? Vielleicht sollte ich euch drei allein lassen, damit ihr eure Streitigkeiten beilegen könnt. Wir sind uns einig. Wir wollen nur den Stein sehen und die Runen darauf lesen. Niemand vermag, diese Runen zu lesen. Ihre Sprache ist geheim und vermutlich lange tot. Es kann nicht schaden, ihn uns zu zeigen. Nein, kann es nicht. Gepriesen seist du, o Selbstgeborener, der du mir diese drei geschickt hast, um mich von meiner Strafe zu befreien. Kein flüsternder Gott führte mich her, Fulke. Ich brauche keine Anweisung. Du kamst, weil ich dich rief, Eivor. Sie sprachen durch mich. Bruder, du verwirrst mich immer mehr. Und mich faszinierst du mit jedem Moment mehr. Der Sagenstein befindet sich gut verborgen in der Obhut meines Dieners. Trenne ich von Randvieh und fangen wir es mit Fulke an. Je eher wir diesen Stein zu Gesicht bekommen, desto besser. Gehen wir. Öffne dich dem Stein, wenn du dich ihm näherst, Eivor. Es könnte interessanter werden, als du glaubst. Tja.
Aber damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten, um mich zu supporten, solltet ihr den Abo-Button drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.